Senad Ljajic, jetzt habt ihr das dritte Spiel in Folge verloren. Wie verkraftet ihr das? Gar nicht. Das Spiel heute, also letztes Wochenende, war es schon schwierig daheim gegen zwei sehr starke Mannschaften, Sable Dancers und Beat Kick Emmen. Haben wir zu Recht verloren, aber trotzdem war es unnötig. Heute haben wir einen super Start gehabt mit 3-0 in Führung und allgemein haben wir gut gespielt. Aber wir sind nur zu 8 da gewesen. Keiner von uns trainiert. Das geht nicht, das hat man in den letzten Ritten gesehen, wir haben keine Kraft mehr gehabt. Zweite ist, ein Spieler von dem Bien Hatchet ist schlimm verletzt worden. Ich wünsche ihm von unserer Mannschaft alles Gute, gute Besserung. Er ist ein super Junge und wir sind immer für ihn da. Egal was ist, kann er sich bei uns melden. Und dann hätte ich noch eine Bitte. Vielleicht habt ihr alle mitbekommen, dass in Bosnien zurzeit die schwersten Fluten sind seit 120 Jahren. Das Land, so wie auch Serbien, steht unter Wasser, ganz unter Wasser. Und ich habe heute gedacht, dass wir eine Spendenaktion starten da in unserem Beatsoccer-Event. Und ich bin dankbar für jede Hilfe, weil die Leute haben alles verloren, was sie gehabt haben. Ich danke schon im Voraus den ganzen Menschen der Suzuki Beatsoccer League und allen, die helfen würden, egal mit was. Weil die Leute da unterbrochen jede Kleinigkeit, mit der man ihr helfen kann. Das wäre es von mir. Ganz schöne Worte vom Captain von Solothurn. Ich danke recht herzlich. Danke euch für den